Alles klar. Spüren Sie den Ursprung, den Eisprung? Spüren Sie den Eisprung von Damien auf, genau. Spüren Sie den Ursprung von Damiens IP-Adresse auf. Woher hast du diese Nummer? Du bist dieser Rächer. Das ist eine riskante Behauptung. Ja, Mann, genau das ist die Stimme. Hast mir eine Scheißangst eingejagt beim ersten Mal. Dazu, ich hab da was, was dich vielleicht interessieren könnte. Ich habe herausgefunden, dass die Polizei mehr Waffen auf die Straße bringt. Was soll das bitte heißen? Ich hab da was mitgehört. Die verkaufen das Zeug hier. Mehrere Kisten wurden in der ganzen Stadt zurückgelassen. Jeder der mysteriösen Tools und oh mein Gott. Alles da. Das wird immer komplizierter. Solange sich Damien auf die Festplatte konzentriert, kann ich Nicky finden. Er wird Fehler machen. Ich muss Geduld haben. Und als erstes brauche ich Bedbug. Dann schauen wir mal, wo wir Bedbug finden. Und da hinten ist er auch schon. Lieber Bedbug, du bist jetzt mal ganz fett am... Aha! Hat sich nicht gereimt, aber ich bin dann halbwegs uncool, deswegen habe ich das jetzt gesagt. Ich muss da irgendwie hoch. Ich habe die Nachrichten gelesen. Da stand was über eine Verfolgung am Parker Square. Sah mir ganz nach Aiden Peace aus. Bist du bei Nicky? Natürlich. Wir haben es zusammen gelesen und ich habe ihr deine ganzen Moves verraten. War ziemlich aufgeregt. Sie kennt dich wohl nicht so wie ich. Lass mich mit dir reden. Na, die IP-Adresse. Ja, da ist etwas in Rossi Fremont. Eine Art kleiner Server, versteckt hinter einer verschlossenen Tür. Und eine Armee Gangster. Jetzt weißt du, warum ich deine Hilfe brauche. Hast du einen Eingang gefunden? Ich arbeite dran. Lass mich mit Nicky reden. Aber das denn so schlimm? Hey, es wird langsam. Es ist bald vorbei. Was läuft denn hier? Der Kerl redet, als wärt ihr zwei Freunde. Wir sind keine Freunde. Nicht mehr. Nicky, glaub ihm. Sei gefasst nicht. Besorgt, dass er deine Geheimnisse verrät? Ich habe keine Geheimnisse. Ernsthaft, Aiden? Erwartest du, dass ich das glaube? Ich bin deine Schwester. Sollte meine Schwester es mir nicht etwas leichter machen? Bitte? Ach so, weil dein Freund mich festhält, soll ich es dir etwas leichter machen? Also... Es klingt schlimmer, wenn du es so sagst. Oh, hab ich dir weh getan? Ich vergesse immer, wie sensibel du bist. Na, am Wasser. Du kennst mich. Der Spaß ist vorbei. Ich hoffe, du hast einen guten Plan. Nicky übrigens auch. Ich hab einen Plan, dass ich mir das paar Waffen kaufe. Was haben wir denn hier? Willkommen. Willkommen. Ja, du bist mir auch herzlich willkommen. Ich hätte gern eine... Pistole. Die M8 sieht gut aus, die nehme ich. Ja, kaufen. Wir wollen jetzt nicht bedrohen, das ist schon okay. Wir haben die Kohle ja, das ist ja jetzt kein Problem. Danke für's. Das ist die M8. Hä, bin ich blöd? Okay, nur ruhig bleiben. Hä? Ich muss nach Hause. Hallo? Verdammt. Hallo, ich habe ich, weil ich die Waffe gezückt habe oder was? Nein. Ich will nicht sterben. Leute? Hier stirbt gar keiner.
Oh mein Gott, ich habe doch nur mal kurz die Waffe gezückt, um zu gucken, wie sie aussieht. Die haben immer eine Angst, die Leute. Ich hätte keine Angst, wenn mir einer mit gezückter Waffe entgegenlaufen würde. Überhaupt nicht, nein, nein. So, dann wollen wir mal schauen, wo wir lang müssen. Das sah schon mal ganz gut aus. Sah sehr professionell. Die driften nicht so cool, die Autos, habe ich so das Gefühl. Oder ich erwische die ganze Zeit die falschen. Ich drifte sehr gerne, aber die können das irgendwie nicht. Schneller! Fixer Auftrag. Nee, danke du. Und hui. Ey, was sag ich, ist besser als beim Mafia, wo die Leute dann versucht haben auszuweichen und dadurch meistens alles noch schlimmer gemacht haben. So. Kein Job für Tyrone. Akt 2, kein Job für Tyrone. Gehe ich ein Risiko ein, aber ich halte ihn für das perfekte Ziel. Er hat nicht viel, aber viel zu verlieren. Leicht einzuschüchtern. Ambitioniert, aber faul. Okay, erst sein Zuhause, dann das Handy anzapfen und alles aufnehmen, was er sagt. Na dann. Die sind ja echt überall verdrahtet, ey. So. Hier läuft alles. Oh, hab's geschafft? Okay, gut. Ach, das geht hier so außenrum, alles da. Okay. Geschafft. Du hast gesagt, du fährst mich zum Flohmarkt. Also, was hast du denn schon zu tun, was so wichtig wäre? Arbeit, Grammar, Arbeit. Du hast einen Job. Warum sagst du so das nicht? Ist das nicht, Grammar. Ach bitte, Grandma. MacBook bedeutet noch nicht mal was. Doch, tut es. Das heißt, ich bin Player. Ein was? Ein Bedbug kommt bei jeder Frau ins Bett. Das ist widerlich. Oh, so hab ich dich aber nicht erzogen. Ja, bin auf dem Weg. Ich muss jetzt los, Grandma. Hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Obwohl du so ein Idiot bist. Mal sehen, ob du Dreck am Stecken hast. Geht alles gut. Wirst du es nicht kommen sehen. Mach das sehr unauffällig, muss ich schon sagen. Kaufen oder verkaufen. Du kontrollierst es. Wenn dir jemand kommt,
verraten ihn die anderen. Also legst du ein gutes Wort für mich ein? Weiß nicht, Mann. Warum denn? Ich will was zu sagen haben. Komm schon. Ich hab deinen Arsch überall hingefahren. Und immer pünktlich, Bi. Hab dich nie hängen lassen. Nicht einmal, Mann. Stimmt. Stimmt, aber darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. Jetzt hör mal, ehrlich. Wenn du aufsteigen willst, ich soll eigentlich nicht sagen, aber... Oh, das habe ich jetzt gar nicht beachtet. Ich war gerade so damit beschäftigt, hinter ihm zu bleiben, dass ich das gar nicht gesehen habe. Okay, dann nochmal. Warum macht der Rap das? Willst du ein Dorf kontrollieren? Dann komm als Freund. Sag ihnen, alle außerhalb ihrer Mauern sind Gestörte, die ihnen alles abnehmen wollen. Augen und Ohren in jedem Haus. Du weißt, was sie kaufen oder verkaufen. Du kontrollierst es. Wenn dir jemand krumm kommt, verraten ihn die anderen. Also legst du ein gutes Wort für mich ein? Weiß nicht, Mann. Warum denn? Ich will was zu sagen haben. Komm schon. Ich hab deinen Arsch überall hingefahren. Und immer pünktlich, Bi. Hab dich nie hängen lassen. Nicht einmal, Mann. Stimmt. Stimmt, aber... Darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. Jetzt hör mal. Ehrlich. Wenn du aufsteigen willst, ich soll eigentlich nicht sagen, aber Iraq hat Truppen zum Parker Square bewegt. Ich rede mit ihm. Vielleicht nimmt er dich rein. Scheiße, Bi, nicht so laut! Fuck, Mann, verrotten die Stress? Sieht aus, als ob Iraq hier alles dicht macht. Damit kann ich ihn erpressen. Wenn Iraq davon Wind bekommt, dann wird Bedburg auf einer Müllkippe landen. Also was jetzt? So, sehr viel leise momentan, also ich muss sehr viel leise sein momentan, weil ich ja das hier alles mithören möchte. Okay. Er versucht diesen Iraq anscheinend zu hintergehen, weil er nicht zufrieden ist mit dem, was er tut.
Wir bewegen uns natürlich hinterher. Oh nein! Die habe ich nicht gesehen, weil sie in der Mauer war. Schade. Oh, bitte nicht alles nochmal. Bitte nicht alles nochmal. Nein. Bitte nicht. Lol. Huch. Das war nicht geplant. Okay, noch ein drittes Mal. Das wird er so absperren. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, wir fahren hier nicht raus. Oh, ich muss wirklich alles nochmal machen, ja. Echt beschissen, Mann. Ich sehe es so. Wir wollen es nicht. Es gehört uns. Jetzt sind wir die Bullen. Du hast das Recht, mir einen zu blasen. Mann, du bist irre. Ah, das kann nicht sein. Vorhin stand er... Ach, Mann. Wenn du es einmal nicht hinkriegst, dann kriegst du es gar nicht mehr hin. Das ist so schlimm bei solchen Spielen. Das wird er so absperren. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, die fahren hier nicht raus. Nicht mehr. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann. Ich sehe es so. Die wollen es nicht. Es gehört uns. Jetzt sind wir die Bullen. Du hast das Recht, mir eine zu blasen. Okay, umbringen dürfen wir auch keinen. Ich probiere jetzt alles durch. Ich bin ja eher mal gestorben, da kann man auch nicht nochmal 30 Mal sterben. Es ist kein Problem. Oh, es ist so nervig. Warum haben solche Spiele nicht Autospeicherpunkte? Häufigere Autospeicherpunkte. Kein Gamer, egal wer, findet es cool, eine Stelle zweimal spielen zu müssen. Natürlich. Hör auf zu fluchen, Mann. Denk ans Gesetz. Du darfst da auch weggehen. Hat noch nie gevögelt. Und vor seiner Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, B. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Und Irex Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. Okay, wir sind wieder da. So. Jo, Achtung! Big B im Anmarsch! Was geht, Wies? Kann ich mal zu Lil Juice? Ja, du kannst. Allein. Noch ein Wunsch? Leck mich, Mann! Auf Rundgang? Ich fahr auch gleich rüber. Was meinst du? Riechen die irgendwas? Nein, und anscheinend vertraut der Club bei Rack nicht mehr. Gut. Die Geschäfte machen sie bald mit mir. Wenn ich das Sagen hab, werde ich dich nicht vergessen. Okay, das war knapp. Rennen. Komm schon. So. Nein! Warum dreht er sich denn nach da um? Das ist doch nicht die Wahrheit! Ich hasse sowas! Oh mein Gott! Oh, nicht schon wieder alles von vorne. Oh Mist, Leute, es ist echt nicht schön sowas. Kann ich ihn nicht einfach abknallen? Es ist... Echt beschissen, Mann! Ich sehe es so. Wir wollen es nicht. Es gehört uns. Jetzt sind wir die Bullen. Du hast das Recht, mir eine zu blasen. Mann, du bist irre. Du hast das Recht, die scheiß Klappe
Go, 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 verpiss dich. Ich werde sehr, ihr merkt das schon, ich hasse sowas. Es ist nicht schön, es macht keinen Spaß, egal wie teuer das Spiel ist. Niemand kann es leiden, Stellen mehrfach spielen zu müssen. Was war das denn jetzt? Wieso bin ich über die Mauer geklettert? Wir sehen uns gleich wieder.